Ich habe die hohe Fieber, das hat nur ein nachgedauert, aber habe ich gute Impfantwort bekommen. Ich habe übrigens einen Sohn, der ist 47, der hält vor der ganzen Corona-Sache wenig. Den hätte ich auch gerne mal gesprochen. Den kriegen Sie nicht, der wohnt doch gar nicht in Hamburg. Wenn die Daten die sind, dann stimmt etwas wirklich nicht in der Tat. Meine Frau versucht mir dauernd wieder die Dramatik klarzumachen. Und ich will mich damit nicht beschäftigen. Wir haben lang genug darunter gelitten. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Heute von der Hamburger Außenalster. Wir haben brisante Fakten im Gepäck zu den Intensivbetten und zum PCR-Test und sind gespannt, was die Hamburger dazu sagen. Also auf geht's. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, wo du herkommst. Bist du schon gegen Corona geimpft? Geimpft bin ich noch nicht, aber habe ich beantragt. Und ich komme aus Hannover, wollte die Stadt besuchen und jetzt bin ich hier. Ich bin gebürtige Hamburgerin, ich lebe hier, ja. Wurden Sie schon geimpft? Leider noch nicht. Ich bin 70 Jahre alt geworden, vergangene Woche. Ich bin bei 3 Hausärzten, stehe ich auf der Warteliste. Da ich aber AstraZeneca abgelehnt habe, ist mir das Glück einer Impfung noch nicht zuteil geworden. Ich habe auch eine Vorerkrankung, ich leide unter Asthma. Ich finde die Zustände unmöglich. Peter Schmitz, wir kommen aus dem Rheinland beide. Finja Körner und ich bin geimpft. Und Sie, genau. Nicht? Sie sind noch nicht? Beide Male geimpft. Genau, wir sind schon komplett durch mit allem. Was ist mit dem Hund? Der braucht zum Glück nicht. Trägt auch keine Maske? Nein. Okay, also Sie sind geimpft, Ihre Frau auch. Sie fühlen sich sicher, Ihre Frau eher ängstlich. Ja, erzählen Sie mir davon. Durch die neuen Varianten, die jetzt auftauchen. Fühlt sie sich verunsichert, obwohl ja nach jedenfalls publizierter Meinung die Impfung auch gegen diese Varianten weitgehend in großem Umfang wirkt. Und mit welchem Impfstoff wurden Sie beide geimpft? BioNTech. Okay. Ja, und wie lange ist das her, dass Sie geimpft wurden? 12.02. war die erste Impfung und 6.03. die zweite. Oh, und wie haben Sie das aufgenommen? Null Probleme. Wow. Da sind bestimmt einige ein bisschen neidisch. Ja, aber es war, wie gesagt, einen Tag merkte man das die Peakstelle, aber mehr habe ich nicht gemerkt. Okay. Ich bin Russin, ich komme aus St. Petersburg, auch aus Russland. Und mein Staat ist sehr ähnlich als Hamburg. Ah, okay. Und sind Sie schon geimpft worden gegen Corona? Ja, ich war schon geimpft am Februar dieses Jahr. Ich war ganz früh. Ja, ich war in Russland geimpft werden, weil hier gab keine Möglichkeit zu impfen. Ja, und habe Sputnik gekriegt. Mhm. Interessant. Und wie haben Sie die Impfung verkraftet? Das war ein bisschen schwierig bei mir. Ich habe die hohe Fieber, das hat nur einen nachgedauert, aber habe ich gute Impfantwort bekommen. Ah, okay, also Ihr Körper hat gut reagiert. Ja, mein Körper hat gut reagiert. Ja, und nach 3 Wochen habe ich noch eine Impfung gekriegt und habe ich auch eine gute Reaktion, aber nicht so stark als erstes Mal. Okay, ja. Gott sei Dank. Okay. Aber erste Nacht war erst schwierig bei mir. Ja, aber das lohnt sich, ja. Und dort kann ich Theater besuchen und ja, es gab viele Möglichkeiten. Restaurants und so weiter. Ja, es ist dort alles geläuft, als keine Corona dort wäre. Ja, das ist echt so. Ja, aber alle Kellner haben die Maske getragen. Ja, und im Theater waren nicht so viele Leute da, haben nur 50% die ganze Saal gekriegt. Ja, aber das war super. Ah, okay. Im Februar besonders gut. Ja, natürlich. Klar, alles war zu. Natürlich. Das hat sich wahrscheinlich angefühlt wie Urlaub. Also absoluter Urlaub und Luxus. Ja, das war so. Hast du von dem Skandal um die Intensivbetten gehört in den Krankenhäusern? Leider nicht. Okay. Ich habe dir hier eine Statistik mitgebracht, ja, auf der du einmal hier für ganz Deutschland die Auslastung der belegten Betten in den Krankenhäusern siehst. Hier einmal nur für das Bundesland Hamburg. Okay. Und ich kann dir das mal in die Hand drücken und dann kannst du mir vielleicht mal zeigen, wo du da die zweite bzw. die dritte Welle erkennen kannst. Wenn du hier unten siehst, das sind ja die belegten Betten. Genau. Also wo sieht man da die zweite bzw. die dritte Welle? Die dritte Welle sollte
zweite bis dritte Welle sollte zwischen April und Oktober sein. Ja, aber hier ist es ja, siehst du da eine Welle? Nö. Ein Anstieg? Nein, ist alles gerade, alles eine Richtung. Ja, das ist ja ein bisschen komisch. Ja, also das sind die offiziellen Zahlen, das ist die Statistik vom Robert-Koch-Institut. Ja, weil sie haben immer gesagt, dass keine Betten zur Verfügung standen und sowas. Ja, achso, die meinen sie, ich dachte etwas anderes. Nein. Das Robert-Koch-Institut. Ja, genau. Ja. Und der Skandal, der jetzt ans Tageslicht gekommen ist, ist, dass die Krankenhäuser viel weniger freie Betten gemeldet haben, als tatsächlich zur Verfügung standen, um von der Bundesregierung Gelder zu bekommen. Genau, wenn die Daten die sind, dann stimmt etwas wirklich nicht in der Tat. Mehr dazu kann ich wirklich nicht sagen. Okay. Ja. Vielleicht können Sie mir mal sagen, wo Sie da die zweite bzw. die dritte Welle erkennen können, wenn Sie hier unten die belegten Intensivbetten sehen. Da erkenne ich nichts. Da erkenne ich nichts. Ja, so sieht es nämlich aus. Und durch den Bericht des Bundesrechnungshofes ist bekannt geworden, dass dem RKI schon Anfang des Jahres bekannt war, dass die Krankenhäuser wesentlich weniger Betten als frei deklariert haben, als sie eigentlich waren. Also es wundert mich nicht, denn wenn man sich umschaut, was einem alles so zugetragen wird und man in Erfahrung bringt, haben so viele Menschen an dieser Krise versucht zu verdienen, von den Politikern angefangen. Es ist eine Schande. Es ist eine Schande für Deutschland, meines Erachtens nach. Der Skandal um die Intensivbetten. Mhm. Welcher Skandal genau? Ja, ich habe Ihnen hier mal vom RKI die Statistiken zu den Intensivbetten mitgebracht. Hier einmal zu ganz Deutschland und auf der anderen Seite nur zum Bundesland Hamburg. Und ich würde Sie bitten, mir einmal zu zeigen, wo Sie da die zweite bzw. die dritte Welle sehen. Ist natürlich schwer zu erkennen darauf. Erstmal, letztendlich ist das mit den Intensivbetten natürlich auch so. Ich meine, von Köln, gute Freunde von uns sind beides Ärzte, die haben das halt hautnah mitgekriegt. Es kann sein, dass in Großstädten wie Köln halt einen Mangel gibt an Intensivbetten, dass natürlich noch genug freie Betten da sind. Aber wenn die im Sauerland oder in der Eifel oder im Westerwald sind, dann nutzen die halt in Köln gerade nicht. Das verzerrt natürlich dann auch die Statistik. Okay. Und der Skandal, von dem ich sprach, der lautet wie folgt. Und zwar wusste das RKI bereits im Januar diesen Jahres, dass die Krankenhäuser wesentlich weniger Betten als frei deklarieren, als wirklich frei sind. Das RKI wusste das und hat ja den Lockdown verlängert bzw. die Maßnahmen verhängt als mit Grundlage dieser Zahlen, obwohl sie eigentlich nicht korrekt waren. Das RKI kann keinen Lockdown verhängen, das macht immer das Gesundheitsamt, aufgrund halt einer Corona-Schutzverordnung. Dass natürlich das Gesundheitsamt, die haben ja auch Berater, dass die im November die Hälfte von dem machen, was ihnen im Oktober empfohlen worden ist an Maßnahmen, und dann natürlich im Januar schwer zurückrudern, weil alle unbedingt Weihnachten feiern mussten. Da hat man halt noch irgendwie versucht zu löten. Da muss ich aber kurz noch zwischengrätschen, weil Sie ja gesagt haben, ja, dafür gibt es ja dann auch immer bestimmte Gründe, warum das mit den Betten so gemacht wird. Und zwar ist da der Grund laut Bundesrechnungshof, dass Gelder eingeheimst werden wollten von den Krankenhäusern. Und das war dem RKI bewusst. Und dennoch hat natürlich dann die Bundesregierung entschieden, dass der Lockdown verlängert wird. Aber dennoch ist es ja irgendwo ein Skandal, oder? Also ich erkenne jetzt nicht den Skandal oder den Hype da drum. Okay. Man hätte es anders machen können, ja, mit Sicherheit, aber den Skandal, dazu möchte ich es nicht hochstilisieren. Okay. Haben Sie von dem Skandal zu den Intensivbetten gehört? Ja, ja. Was sagen Sie dazu? Es wäre schlimm, wenn das so ist. Aber da ich es nicht persönlich nachkontrollieren kann, muss ich sagen, kann ich mir kein eigenes Urteil darüber bilden, weil die Informationen, die man da kriegt, so widersprüchlich sind und ich keine Möglichkeit habe, zu recherchieren und festzustellen, ob es wahr ist oder nicht. Ja. Also wenn es wahr sein sollte, dann wären da Strafen fällig, gewaltige, finde ich. Ja. Aber das vor allen Dingen, weil ja aufgrund dieser Zahlen der Lockdown verlängert wurde. Und die zweite und die dritte Welle quasi behauptet wurden, dass sie gerade stattfinden. Und wenn das alles nicht so ist, dann
wurden wir alle groß an der Nase herumgeführt. Ich habe übrigens einen Sohn, der ist 47, der hält vor der ganzen Corona-Sache wenig. Den hätte ich auch gerne mal gesprochen. Den kriegen Sie nicht, der wohnt doch gar nicht in Hamburg. Schade. Ja. Nein, der meint, dass es die Übersterblichkeit sei kaum festzustellen. Das stimmt ja auch weitgehend, es ist keine große Übersterblichkeit festzustellen. Und die neue Variante meint er, das sei, gut, es wird ja auch veröffentlicht, das seien überwiegend Schnupfen und Husten und so weiter. Und es sei weitaus ansteckender, aber Schnupfen und Husten der ansteckender sei, also ist ja auch nicht das Dramatische, wo man groß drüber nachdenken muss oder groß klagen muss. Sie sagen jetzt gerade, Sie können das nicht so richtig recherchieren. Ich habe hier aber zum Beispiel zwei Statistiken vom Robert-Koch-Institut mitgebracht. Einmal zum ganzen Bundesland und einmal nur zu Hamburg. Und da sieht man die Auslastung der Betten in den Krankenhäusern, der Intensivbetten. Hier unten das Dunkelgraue sind die belegten Betten, das da drüber sind die freien. Vom 1. April 2020 bis ungefähr jetzt aktuell, der Ausdruck ist vom 22.06. Und jetzt ist meine Frage, wo sieht man denn da, entweder auf dem Bild oder auf dem Bild, die zweite bzw. die dritte Welle? Da müssten ja eigentlich... Müsste ich jetzt eine Brille aufsetzen, die ich nicht mit habe und also da, so ist die Tat. Ich will mich auch damit gar nicht mehr beschäftigen. Ich lehne es ab, meine Frau versucht mir dauernd wieder die Dramatik klarzumachen und ich will mich damit nicht beschäftigen. Wir haben lang genug darunter gelitten. Ja, ist vernünftig, sehe ich auch so. Ich habe dreimal Flüge nach Portugal, wo wir ein Haus haben, verschoben und jetzt am Sonntag steht der nächste Flug an und ist die Frage, ob... Aber ist noch nicht storniert? Nein, es kann nicht. Man kann ja bis 40 Minuten vor Abflug stornieren. Jetzt stellt sich die Frage, ob meine Frau mitfliegt oder ich alleine. Oh nein. Also insofern hat das schon gewaltige Wirkungen. Okay. Ich habe noch eine Frage. Haben Sie von dem Skandal gehört zu den Intensivbetten in den Krankenhäusern? Ich habe gar nichts richtig gehört. Keine öffentlichen Nachrichten. Ich habe nur gehört, dass es gibt diese Betten. Ja, und diese Betten ist besetzt. Aber wie viele Betten genau so gibt hier in Hamburg oder in Deutschland? Diese Zahl erinnere ich mich nicht, ehrlich gesagt. Okay. Also es ist so, dass von den Krankenhäusern wesentlich weniger Betten als frei gemeldet wurden, als tatsächlich vor Ort da waren. Und ja, das war dem RKI, dem Robert-Koch-Institut, auch bewusst. Und dennoch haben sie auf Grundlage der falschen Zahlen den Lockdown verlängert. So, das ist interessant, weil wenn ich vergleiche mit Russland, bei uns gibt es keine richtige Statistik. Ja, und das finde ich ein bisschen komisch. Aber wie kann man, ehrlich gesagt, genau so diese Corona-Fälle zahlen? Ich weiß es nicht. Weil wenn ein Mensch infiziert, und das kann, wie kann man das aber erste Minute das merken? Ja, das weiß ich nicht. Ja, ja. Hast du von der Studie gehört, von der Universität Duisburg-Essen zum PCR-Test? Nein. Diese Studie besagt, dass 78% der positiv getesteten Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ansteckend sind. Und dass der Test als Grundlage für Maßnahmen wie Lockdown, Quarantäne und Isolation eigentlich nicht benutzt werden können. Ah, ja, schlecht. Interessant. Ich hatte nur diesen Skandal wegen der Maske mit Spahn, dem Minister von Gesundheit, gehört. Aber diese beiden richtig nicht noch. Und haben Sie von der Studie von der Universität Duisburg-Essen gehört zu den PCR-Tests? Ja, da war was in den Nachrichten. Da hab ich Die Studie besagt, dass 78% der positiv Getesteten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gar nicht infektiös sein sollen. Ja, wie gesagt, unser Bundesgesundheitsminister sollte mal in vielen Dingen ein bisschen besser aufpassen. Und die Studie sagt auch, dass im Allgemeinen eigentlich die Zahlen des PCR-Tests auf gar keinen Fall als Grundlage benutzt werden dürfen oder dürften, um Sachen wie Quarantäne, Lockdown und so weiter zu verhängen. Was sagen Sie dazu? Also ich kann nur eins sagen, mir graut davor, wenn die Ferienwelle vorbei ist, wenn ich mir die Bilder anschaue, was zum Beispiel auf Mallorca los ist. Und wie sich manch Jugendliche auch hier im Stadtpark und hier verhalten. Ich mache mir echt Sorgen. Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich denke mal, dass da die Politik auch gefragt wäre. Und haben Sie von der, Sie kommen ja aus dem Rheinland, von daher liegt das ganz nah, haben Sie von der neuen Studie gehört zum PCR-Test? Die was aussagt?
Die sagt aus, dass 78% der positiv getesteten Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht infektiös sind. Und die sagen, dass man eigentlich den PCR-Test nicht als Grundlage benutzen darf, um irgendwelche Infektionsmaßnahmen zu verhängen, wie Lockdown und Quarantäne. Jetzt belegt, da gab es aber auch schon sowohl zum PCR als auch zum Antigen-Test schon vorher genug Informationen, wie viel falsch positive und falsch negative Testergebnisse das gibt. Diese Tests alleine zur Grundlage zu machen, irgendwie jemanden 2 Wochen in Quarantäne zu schicken, das war schon immer was man jederzeit hätte anfechten können. Ah, okay, also da. Eine Form von Grundlage muss es ja geben. Ja. Aber vielleicht hätte es ja auch eine Weiterentwicklung geben können im Laufe dieser 1,5 Jahre, dass man sagt, am Anfang wusste man es nicht besser und da hat man die Leute noch 14 Tage in Quarantäne gesteckt, aber dann hat man sich auch weiterentwickelt, hat neue Erkenntnisse und dann hätte man es ja eigentlich anpassen können. Definitiv, ja. Dann habe ich noch eine letzte Frage, und zwar gibt es eine Studie von der Universität Duisburg-Essen, Entschuldigung. Und zwar zum PCR-Test. Haben Sie davon gehört? Das ist jetzt ganz aktuell aus der letzten Woche. Ich habe ihn nur zweimal machen müssen, weil wir zweimal Flüge geplant hatten, sie dann aber nicht angetreten haben. Ja. Also ich habe durch PCR-Test einige 100 € verloren. Und zwar sagt diese Studie, dass ungefähr 78% von den Menschen, die positiv mit dem PCR-Test auf Corona getestet wurden, eigentlich nicht infektiös sind. Und man natürlich dann... Ja. Und man eigentlich die Zahlen nicht als Grundlage nehmen darf, um Maßnahmen zu verhängen, wie Lockdown, Quarantäne und so weiter und so fort. Es gibt ja sowieso sehr viele, einige Leute, die diese Inzidenzregelung für nicht geeignet halten. Die Inzidenz ja auch völliger. Also sie scheinen auch etwas mehr zu den Verneinern zu gehören. Merkt man das? Du musst mich geschlossen halten. Ja, na warum nicht? Ich meine, jeder kann seine Meinung haben, nicht? Naja, es führt schon trotzdem auch oft natürlich auch so ein bisschen zu leichten Konflikten, auch finde ich, in der Familie, wenn man da so aus ganz verschiedenen Ecken kommt. Das kann man sagen. Unsere Tochter hat sich impfen lassen, unser Sohn will sich nicht impfen lassen, auch die Kinder nicht impfen lassen. Und wenn man dann hört, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten irgendwann mal dran sind, dann ist das schon für Großeltern oder für Eltern schwierige Sache. Ja, dazu habe ich auch was mitgebracht. Und zwar gibt es von der Universität Essen-Duisburg eine Studie, die besagt, dass 78% von den positiv getesteten Menschen mit dem PCR-Test mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht infektiös und ansteckend sind. Und man eigentlich den PCR-Test nicht als Grundlage benutzen darf, um Quarantäne zu verhängen, den Lockdown zu verlängern und Isolation anzuordnen. Wahrscheinlich soll man 2 oder 3 Testen in 2 Tagen immer machen. Ja, deswegen diese Information kann ein bisschen klarer sein, das denke ich. Ja, aber mit Schnelltesten, ich weiß es nicht. Heute habe ich keine Corona, aber wahrscheinlich morgen oder in 2 Monaten kann ich eine Corona Corona-Situation kriege und wann kann ich das machen? Ja, ich habe diese Impfung, Sputnik, ich habe wahrscheinlich ganz andere Gefühle wegen meiner russischen Impfung, ja. Aber bei Februar war hier, ehrlich gesagt, so schlecht, sich zu fühlen. Alles war zu, keine richtigen Weihnachten haben wir hier, ja. Und das hat so lange Zeit gedauert. Ja. Deswegen war meine Entscheidung, nach Russland reisen, und dort Impfung zu bekommen. Ja. Und wenn du jetzt einmal sagen wir mal Niedersachsen, weil du aus Hannover kommst, entscheiden könntest, wie würden sich die Maßnahmen verändern? Gäbe es Lockerungen, wenn du jetzt weißt, dass der PCR-Test eigentlich nicht als Grundlage benutzt werden kann? Wie würdest du entscheiden? Wie würde es weitergehen? Ja, muss man gucken, was als Alternative man benutzen konnte, um zu sehen, wie viele Leute sich anstecken können und um zu sehen, wie diese Pandemie sich verbreitet. Aber ansonsten würden wir noch weitergehen mit dieser PCR, bis wir eine Alternative gefunden haben. Aber dieser Skandal mit den Betten und sowas sollte gelöst werden, auf jeden Fall. Ja. Okay. Und du möchtest dich aber am besten so schnell wie möglich auch selber impfen lassen? Ja, ich bin positiv dafür, habe ich gehört, das hat viele Vorteile. Welche sind das?
Zum Beispiel dieser Green Pass, dass man wieder reisen kann, ein bisschen Freiheit. Man muss keine Tests vorlegen, wenn man einkaufen geht. Also geht es dir eigentlich um die äußeren Umstände, dass du dann... Das ja und auch wegen Gesundheit und so. Ja. Okay, also auch für deine Gesundheit möchtest du dich impfen lassen? Ja, genau, das wäre... Hast du auch keine Angst vor der Impfreaktion? Nein, ne. Nur von AstraZeneca, aber die kriegen nur die über 60 Jahre alt. Wie würden Sie die Maßnahmen bzw. wie würden Lockerungen für Sie aussehen in Bezug auf Corona, wenn Sie jetzt entscheiden dürften? Ja, sehr vorsichtig und vor allen Dingen sehr vorsichtig hinsichtlich der Rückkehrer aus Urlaubsländern. Also da haben Sie schon noch ein bisschen Sorge, was passiert mit jetzt, heute ist ja der erste Ferientag, was passiert in 6 Wochen, wenn alle Leute aus ihrem Urlaub zurückkommen? Ja, da mache ich mir also sehr große Sorgen. Ich bin vergangene Woche für eine Woche in Timmendorf gewesen, habe da eine Ferienwohnung gehabt und ich muss sagen, in den Restaurants, da läuft alles, ich musste alle 3 Tage zum Test, ehe ich überhaupt in ein Restaurant... Obwohl wir ja jetzt gerade gehört haben, ne, dass der Test überhaupt gar nicht aussagekräftig ist. Und das hatte mich auch zum Beispiel, das ist auch so eine Sache. Ich bin, bevor ich in Urlaub gefahren bin, war ich hier in der Adler Apotheke in Wandsbek, war ich zum Test. Die haben den Test nur aus der Nase genommen. Da ich, wie gesagt, unter Asthma leide, war ich sehr froh, dass es nur aus der Nase war. Dann komme ich nach Timmendorf, war im Maritim zum Test der Johanniter und habe gedacht, ach Johanniter, das ist ja prima, da verdient wenigstens kein Privatmensch, denn da hat man ja auch die tollsten Sachen von gehört, ne? So, und die nahmen dann den Abstrich nicht nur aus der Nase, nein, beides, nicht nur aus der Nase, sondern auch aus dem Rachen. Das war erstmal total unangenehm und ich habe dann auch gefragt, wieso? Und dann sagten die, zum einen wäre das etwas, was hundertprozentig sicher wäre, wogegen nur der Nasenabstrich, da müsste man schon total krank sein, dass man da was entdecken könnte. Und ja, und außerdem gäbe es da ja auch doppelte Bezahlung für, ne? Und wie ist es so in Ihrem Umfeld mit der Impfung? Sind da relativ viele geimpft oder warten noch viele auf Termine? Relativ viele geimpft, weil sich aber auch selber proaktiv um Impftermine gekümmert haben. Aber akzeptieren Sie das so, dass Ihre Tochter sich so entscheidet und der Sohn so? Und ich ja, meine Frau nicht. Und Ihre Frau versucht, ihren Sohn zu überreden, dass er... Da hat sie keine Argumente. Er schickt uns dauernd per Mail irgendwelche Links von Leuten, die sich in seinem Sinne äußern. Und meine Frau liest sie gar nicht mehr. Warum nicht? Warum informiert sie sich dann nicht auch? Dann ist man ja ganzheitlich informiert. Ich meine, wir werden ja ständig... Naja, ganzheitlich informiert. Gut, das sind 2 Meinungen, nicht? Das sind auch wieder Meinungen. Ja, aber man muss sich schon eigentlich immer auch die Kritiker anhören, oder? Das ist schon wichtig. Das ist sicherlich richtig, nur die Kritiker können recht haben, sie müssen aber nicht recht haben. Ja, nee? Vielen Dank. Ja, bitte. Haben Sie sich denn geimpft, war Ihre Motivation, sich zu impfen, damit Sie auch wieder Freiheiten dazu bekommen, reisen können, ins Restaurant gehen können? Ja, bei mir war ein ganz anderes Gefühl, weil ich fühle mich so sicher, ich kann mit jedem sprechen und ich war nicht so... Ängstlich, ja, ängstlich von anderen Leuten, ja. Und ich war sicher, weil ich keine schlechte Situation mitbringen könnte. Ja, deswegen. Ja, okay, dass Sie das Risiko für andere Leute nicht so hoch. Ja, es geht um Risiko natürlich, ja. Besonders für alte Leute, ja. Okay, vielen Dank. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Nein! Wollen wir heute fragen. Ey, ganz ehrlich, Jens, du musst es machen, ich schaff's heute nicht. Ich springe hier gleich rein. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, springe ich einfach rein. Trotzdem noch eine Frage ohne die Kamera. Ja. Sie sind nie im Leben 70 Jahre alt. Was ist Ihr Beauty-Geheimnis? Soll ich in meinen Ausweis sein?